Yeah, this is a huge day for Sono. This marks a milestone of putting solar on every vehicle. Insgesamt ist es natürlich spannend, dass unsere MVG und unser Verkehrsunternehmen hier jetzt zusammenarbeitet mit einem expliziten Münchner Unternehmen, das ja auch schon lange kein Startup mehr ist, aber mal eins war und das ich schon persönlich sehr lange begleite und das ich eben kenne als wirklich hochtechnologisches Vorzeigeunternehmen. Und ich glaube, diese Kombination, die ist so spannend und deswegen haben wir als Landeshauptstadt ja das Projekt auch zu 100% gefördert, damit wir hier die besten Synergieeffekte erzielen können. Als Münchner Verkehrsgesellschaft freuen wir uns natürlich über eine Zusammenarbeit mit einem Münchner Unternehmen, mit einem erfolgreichen Münchner Unternehmen. Und letztendlich, ja, das Konzept von Sono Motors hat uns auch überzeugt. Twenty solar modules, semi-flexible, still with glass on top. We have also two of our very specific power electronic or MCUs. We have more or less 13 square meter installed. This is a bus trailer actually for passengers from Göppel. And this is what we get on this bus and this technology with obviously a TÜV approval because we need to drive this vehicle on the street. 2,000 tons of CO2 we could save per year with this solution. And that's exactly what we want to do. We're on a mission putting solar on every vehicle to achieve our vision of a world without fossil fuels. Gerade auch die nächsten 10 Jahre wird hier der Bus im Bereich der Landeshauptstadt München eine ganz, ganz besondere Rolle letztendlich spielen, gerade auch im Rahmen der Elektrifizierung. Alle Projekte zahlen auf das Hauptziel, nämlich eine gute Verkehrswende gestalten zu können, ein. Um die Klimaneutralität 2035 für ganz München zu erreichen, müssen wirklich alle Bereiche wie Zahnräder ineinander laufen. Das ist wirklich ein Gesamtprojekt für unsere ganze Stadt und für alle Münchnerinnen und Münchner.